Auf der Schwäbischen Alb ist es einfach wunderschön. Wir haben eine sehr schöne Natur, sehr grün. Es ist bergig, wir haben sehr viele Schlösser. Also das muss man gesehen haben. Auf der Schwäbischen Alb gibt es nicht nur die Natur, sondern auch sehr interessante Firmen. Zum Beispiel die Firma Göring. Sie stellen Bohrer und Fräser für die ganze Welt her. Das ist wirklich Hightech, was die hier machen. Wir von T&H bringen die Ware oder die Fracht zum Flughafen. Ich bin Ali Sakin, 47 Jahre alt und bin Lkw-Fahrer bei Rudolf Trucking & Handling. Unsere Geschäfte ist richtig anspruchsvoll und muss gewissenhaft erledigt werden, weil wir viel mit dem Flugfracht zu tun haben. Wenn wir nicht richtig arbeiten, dann kann in China oder in den USA ein Band stillstehen. Das wäre richtig blöd. Bei uns in der Firma geht es um Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das ist auch bei uns im Fuhrpark so. Ich fahre den neuen Actros 1842er mit Mirrorcam. Man muss sich daran gewöhnen, aber es ist eine große Sicherheit. Man sieht mehr, fahr gern mit dem. Das Neue von dem Actros ist, dass das Display anders ist. Über das Display kann man alles einstellen. Es ist schon wie ein Smartphone, kann man sagen. Und man hat bessere Beleuchtung und man fühlt sich richtig wohl. Ich bringe die Fracht von Göring zu uns in die Firma nach Stuttgart. Wir machen sie dann sicher bei uns in der Halle mit einem Röntgengerät. Dann kann sie direkt nach Frankfurt oder München weitergeleitet werden. Dann geht sie in den Flieger und wird überall verteilt auf der Welt. Ich bin ein leidenschaftlicher Lkw-Fahrer. Ich habe schon alles mitgemacht, saß auch im Büro. Aber irgendwie zieht mich es immer wieder zum Lkw. Da bist doch dein eigener Chef. Es macht riesen Spaß. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.